Aua. Knie nieder und steh nie wieder. Steh nie wieder auf. So, jetzt habe ich's. So, wer ist dafür verantwortlich? Keine Ahnung. Der ist auch zum doof zum... Ist so ein Templer? Oh, hallo Templer. Na gut. Dir verzeih ich das nochmal. Eins gegen eins. Kommt mir nicht noch einmal in die Quere und ich lösche eure komplette Stadt hier aus. Dann mache ich's wie Freezer, so ein Todesball und dann zack. Weil das ist echt nicht euer Ernst, ne? So ein komischer Kauf. Bitte nur ein paar Goldstücke. Ich habe Mitleid, ich habe Mitleid. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. So, und jetzt wagt es nicht, mir in die Quere zu kommen. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Tja, gar nicht. Oder solange du lebst, solange mache ich das. Wer ist denn da gerade am Sterben? Ich bin dafür nicht verantwortlich. Das war scheiße. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ja, komm. Alter. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Ja, keine Ahnung. Der ist so doof zum Klettern. Aus dem Weg. Alter, nimm doch jetzt... Alter, ihr, du bist echt... Oh, du Dulli. Das sind so Dinge, die mich an Alter hier aufregen. Der ist zum blöd zum Klettern. Macht hier einen auf... Ich bin Mr. Unbelievable. Ich kann an Sachen hochklettern, die kein anderer kann, aber stellt sich dabei so doof wie ein Brot an. Alter, Junge. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bitte euch. Eine Kleinigkeit, bitte. So, stört mich jetzt nicht bei meinem Lauf, sonst ist das Messer ganz schnell gesetzt, du. So. Und du, lauf jetzt richtig, spring jetzt richtig, mach es einfach richtig. Wenn du meinst, irgendwo daneben springen zu müssen. Ja, wenn du einmal meinst, daneben springen zu müssen. Klappe, ich habe keine Zeit für dich, du zweitklassiger Idiot. Komm da raus. Nein. Ich habe keine Zeit für euch. Nein. Ach Mann. Ihr blöden Säcke, ihr regt mich heute in diesem Part richtig auf. Ey, gebe es euch nicht, wäre ich schon längst fertig, ne? Aber nein, die Oberwachmeister dieser dämlichen Einheit hier muss ja meinen, mich hier bei meinen Missionen zu stören. So, mach, dass du wegkommst. Ich bin jetzt schlecht gelaunt hier, ich mach euch jetzt platt. Knie nieder, bleib liegen und sei leiser. Ich hol mich dir gleich auf, ja. Auf Wiedersehen. Zack, zack. Wiedersehen. Seid eh nur C-klassige Kämpfer. Wer euch ausgebildet hat. Du entkommst. Was willst du denn eigentlich?
Bilbo. Kann nicht mal richtig mit dem Schwert umgehen, aber meint hier aufmucken zu wollen. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, als so eine blöde Laufboten-Mission zu machen. Erst kommen irgendwelche Hampelmänner aus Schlumpfhausen an und dann meinen die aus Entenhausen mir. Klappe. Wag es ja nicht wieder zu spawnen. So. Entschuldigung. So, jetzt ist aber genug. Ich gebe dir gleich eine milde Gabe. Siehst du dann, wenn eine Banane fliegt? Dann hast du eine milde Gabe. Geh arbeiten. Entschuldigung. So, du Lahmarsch. In der ganzen Zeit, wo du hier rumkletterst, bist du noch nicht mal in der Lage, richtig schnell hochzuklettern. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. So, sind da irgendwelche... Ach komm, wir gehen jetzt so runter. Eine milde Gabe. Schnauze. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Bitte, Herr. Ihr kommt zur rechten Zeit, Altair. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. So, ich mache jetzt noch eine Mission und dann ist aber auch gut für heute. Ach, nicht doch. Egal, dann haben wir diese dämlichen Informanten heraus. Herausforderungen durch. Komisch, da greift er mich nicht an, ne? Aber wenn ich vom heiteren Himmel gesprungen komme, dann zückt ihr eure Schwerter. Ihr seid ja auch irgendwelche Bar-Chabos. Oh nein, das gefällt mir nicht. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Faule Sau, Alter. Unfähig. Was bist du denn für ein Assassine? Alles nur voller Idioten. Ich habe nicht mehr genug Messer. Ich habe nur noch 4. Und guck mal, wie viel ich da umlegen muss. Ich brauche Messer. Verdammte Kiste. Ich muss mir ein paar wieder stehlen. Entschuldigung. أنا متأكد جدا إنه لم يغادر المدينة أو الشيء السديد الذي كان ينبغي مرة أخرى. Ich lasse jetzt einfach. Belästigt jemand anderen. Schön, dass so viele Leute mit dem Messer hier sind. Lalalala. Oh, was für ein Reichtum hier. Dreh dich um. Er wird Ärger verursachen. So, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja.
Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Ups. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. 2 Minuten für 3 Personen. Schaffen wir das? Schreib's mal in die Kommentare. Boah, wie die sich immer ablachen. Wo ist denn der andere? Da. Wer ist dafür verantwortlich? Verdammt. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Wie viele Messer habe ich? Hey! Schick Urteil! Rettet ihn! Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ach, dieser Chabo war das. Na warte. Dich kriege ich wegen dir. Nur wegen dir ist die Mission fehlgeschlagen. Hä? Du kannst dich davon, du kannst dich nicht verstecken. Wie ist der denn eben gerade geflogen? Break the ball. Hätte nur noch die Dubstep-Musik gefehlt. Pam, 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 pam. So, zack. Zum Glück haben wir ja noch ein paar Messer zu werfen. Hoffentlich. Ich schubse ihn immer wieder. So, also wir haben es nicht geschafft. Alle, die geschrieben haben, nein, das schafft er nicht, haben richtig geraten. So, 9. Und wir haben 5. Na, das. Falls nicht irgendwelche anderen Spawner gespawnt sind, sollte das, denke ich mal, kein Thema darstellen. Alter! Langsam gehst du mir auf den Sack. In Wirklichkeit ist Alter ja so ein richtiger Bewegungslegastheniker. So ein richtiger Mongo halt. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Easy peasy. Au. An eurer Stelle würde ich verschwinden, bevor ich wirklich wütend werde. Wer hat das getan? Lalalalalala. So. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug.
Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Wow, was für ein Plan. Na gut, Leute, das war's für heute für Assassin's Creed. Ich hoffe, ihr hattet gefallen am Part. Wieder mal ein paar kleine Ausraster waren auch mal dabei. Die dürfen auch mal sein. Und ich verkriech mich jetzt hier, mache ein Nickerchen und bis zum nächsten Part von Assassin's Creed. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.